Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten in jeder Situation ruhig bleiben? Wir werden 6 stoische Wege von Seneca erkunden, die Ihnen helfen, innere Stärke und Widerstandsfähigkeit zu kultivieren. Erstens. Kultivieren Sie ein Gefühl der Losgelöstheit. Seneca vertrat die Ansicht, dass wir ein Gefühl der Losgelöstheit von äußeren Umständen kultivieren müssen, und zwar sowohl von Freude als auch von Schmerz. Er argumentierte, dass wir lernen müssen, unsere Gefühle zu kontrollieren und uns nicht von äußeren Ereignissen beeinflussen zu lassen. Indem wir uns von den Dingen lösen, die wir nicht kontrollieren können, können wir inneren Frieden und Gelassenheit finden. Diese Losgelöstheit hilft uns, objektiv und unparteiisch zu sein und weniger auf äußere Ereignisse zu reagieren. Sie hilft uns auch, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und uns weniger von Nebensächlichkeiten aus der Ruhe bringen zu lassen. Zweitens. Achtsamkeit üben. Achtsamkeit ist die Praxis, ganz präsent zu sein und unsere Gedanken, Gefühle und unsere Umgebung wahrzunehmen. Seneca war der Ansicht, dass Achtsamkeit für die Entwicklung innerer Stärke und Widerstandsfähigkeit unerlässlich ist. Er vertrat die Ansicht, dass wir lernen müssen, unsere Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sie zu bewerten, und uns nicht von ihnen mitreißen zu lassen. Wenn wir uns in Achtsamkeit üben, können wir ein größeres Gefühl der Klarheit, der Konzentration und der Gelassenheit erlangen, selbst inmitten des Chaos. Drittens. Akzeptiere das Unvermeidliche. Seneca glaubte, dass wir das Unvermeidliche akzeptieren müssen, einschließlich Tod, Krankheit und andere Unglücke. Er vertrat die Ansicht, dass wir durch die Akzeptanz dieser Dinge inneren Frieden und Stärke finden können. Wir müssen lernen, zu akzeptieren, was wir nicht ändern können, und uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können. Indem wir das Unvermeidliche akzeptieren, können wir uns von Angst, Furcht und Verzweiflung befreien und ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit kultivieren. Viertens. Konzentration auf den gegenwärtigen Moment. Seneca vertrat die Ansicht, dass wir uns auf den gegenwärtigen Augenblick konzentrieren müssen, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen oder uns um die Zukunft zu sorgen. Er vertrat die Ansicht, dass die Vergangenheit vergangen und die Zukunft ungewiss ist, so dass wir uns auf das konzentrieren müssen, was wir im gegenwärtigen Moment tun können. Indem wir uns auf die Gegenwart konzentrieren, können wir vermeiden, von Bedauern oder Ängsten überwältigt zu werden und ein Gefühl der Gelassenheit und Klarheit kultivieren. Fünftens. Ein Gefühl der Dankbarkeit kultivieren. Seneca war der Meinung, dass wir ein Gefühl der Dankbarkeit für das, was wir haben, kultivieren müssen, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was uns fehlt. Er vertrat die Ansicht, dass wir inneren Frieden und Zufriedenheit finden können, wenn wir dankbar sind. Wir müssen lernen, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen, wie eine warme Mahlzeit, ein freundliches Lächeln oder einen schönen Sonnenuntergang. Wenn wir ein Gefühl der Dankbarkeit kultivieren, können wir selbst in den schwierigsten Situationen Freude und Glück finden. Sechstens. Selbstreflexion üben. Selbstreflexion bedeutet, dass wir unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen untersuchen und aus unseren Erfahrungen lernen. Seneca war der Meinung, dass Selbstreflexion für persönliches Wachstum und Entwicklung unerlässlich ist.
Indem wir über unsere Handlungen und Einstellungen nachdenken, können wir aus unseren Fehlern lernen, neue Fähigkeiten entwickeln und innere Stärke und Widerstandsfähigkeit kultivieren. Selbstreflexion hilft uns, uns unserer selbst bewusster zu werden, weniger zu reagieren und unser Leben proaktiver zu gestalten. Diese stoischen Wege erinnern uns daran, dass wir die Macht haben, unsere Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und dass wir selbst inmitten von Widrigkeiten Frieden und Glück finden können. Vergessen Sie nicht, den Gefällt-mir-Button zu drücken und sich für weitere wertvolle Inhalte anzumelden.